Hi, hier ist wieder Christian und heute zeige ich euch eine neue Custom ROM auf dem Galaxy S3. Ein Nightly Build ist das, nämlich die CyanogenMod Mod 10.1, was bedeutet, dass hier Android 4.2.1 läuft, also das, was auch beim Nexus 4 oder auch beim Nexus 10 zum Einsatz kommt. Und Nightly Build heißt eigentlich, dass diese Version des Custom ROMs noch nicht wirklich endgültig ist, noch in der Anfangsphase und noch entwickelt wird, aber ich habe sie mir dennoch installiert über den ROM-Manager und ich kann echt sagen, dass sie wirklich ohne Probleme hier auf meinem Galaxy S3 läuft und somit das Beste ist, was ich jemals an einer Custom-ROM hier auf meinem Galaxy S3 installiert habe. Zuerst gehe ich aber mal in die Einstellungen, um euch zu zeigen, was hier wirklich läuft und dort könnt ihr es im unteren Bereich sehen. Auf dem GTI 9300, also dem S3, läuft hier Android 4.2.1, wie vom Nexus 4 natürlich auch. Und das läuft alles wirklich ohne Probleme. Eingespielt habe ich das Ganze über den ROM-Manager. Den könnt ihr installieren, sofern das Gerät geroutet ist. Das habe ich mit Framerroot gemacht. Ein entsprechendes Video blende ich euch jetzt unten ein. Da könnt ihr dann nämlich sehen, wie ich das Ganze gemacht habe. Im Anschluss, wenn ihr Framerroot installiert habt und ausgeführt habt, ist euer Gerät geroutet. Dann habt ihr die Möglichkeit, den ROM-Manager einzuspielen. Und dann habt ihr wiederum die Möglichkeit, nämlich dieses Custom-ROM von der internen SD-Karte zu überspielen. Nämlich hier über diesen Button ROM von SD-Karte installieren. Und so kommt ihr eben zu dieser CyanogenMod 10.1, also auch dieser neuesten Android-Version, wie ihr sie auch vom Nexus 4 kennt. Was sind die Vorteile hiervon? Zeitnahe Updates, das heißt, dieses Team, die CyanogenMod-Team, das ist immer stets bemüht, die aktuellste Android-Version auf viele Geräte zu bringen, so unter anderem auch hier für das S3. Und wie ihr sehen könnt, sind auch viele Sachen bereits hier vorhanden. So kann ich mit einem Finger die Notification Bar herunterziehen. Wenn ich das mit zwei Fingern mache, komme ich in meine Schnelleinstellungen, wie ich das auch vom Nexus 4 kenne und kann hier diverse Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel WLAN aktivieren. Ich kann aber auch die Helligkeitseinstellung dann über den Schieberegler manuell steuern. All das funktioniert genauso. Was auch schön ist, sind diese Widgets auf dem Lockscreen. Manche sagen, die wären nicht notwendig. Andere wiederum finden sie totschick. So habe ich hier zum Beispiel Google Now auf meinem Lockscreen liegen. Ich habe hier auf meinem Main-Lockscreen, nenne ich das Ganze mal, die Uhrzeit. Aber ich kann auch weitere Apps hier hinzufügen über den Plus-Button. Und so kann ich unter anderem Gmail, Google Now, Kalender, die Taschenlampe oder aber auch zum Beispiel Wunderlist, ein Programm, mit dem ich Events, aber auch Aufgaben und Termine verwalten kann, kann ich momentan auch schon eben zu meinem Lockscreen hinzufügen und das funktioniert ohne Probleme. Was natürlich auch funktioniert, ist die Möglichkeit, direkt in die Kamera-App zu wechseln, indem ich ganz nach rechts wische und wie ihr sehen könnt, öffne die dann auch. Und hier in der Kamera habt ihr dann auch alle Vorteile, die ihr vom Nexus 4 kennt. Das heißt, ihr habt dieses Ringmenü, was hier in der Mitte auftaucht. Und ihr könnt über das Ringmenü auch hier die verschiedenen Einstellungen vornehmen. Wie gut das jetzt gelöst ist, das Ringmenü sei mal dahingestellt. Denn einige schwören darauf. Ich finde es nur anpassungsfähig, da es immer wieder passiert, dass ein Finger hier einen bestimmten Teil der Einstellung überlagert. Gut, ich rufe jetzt mal den App Drawer auf, damit ihr auch sehen könnt, dass das alles ohne Probleme funktioniert. Da ist er schon. Und ihr seht, wenn ich hier durchscrolle, das funktioniert absolut flüssig. Und ich habe bis jetzt noch keine Probleme feststellen können. Das heißt, WLAN-Verbindung ist stabil. Meine ganz normale mobile Datenverbindung über Vodafone ist absolut stabil. Und dahingehend habe ich echt keine Probleme. Ich kann mein Facebook-Konto ganz normal aufrufen, Twitter wird ausgeführt und dahingehend kann ich jetzt gar nichts beklagen. Also, obwohl es eine Nightlight-Vision ist, läuft dieses Bild doch wirklich sehr stabil und ohne Probleme. Was ich euch dazu sagen muss, ihr müsst die Google-Apps manuell installieren. Die sind von vornherein noch nicht installiert, aber das geht auch relativ einfach, indem ihr hier über das immer das über den ROM-Manager macht. Da könnt ihr zum Beispiel auf ROM herunterladen gehen und im unteren Teil findet ihr einen Eintrag, der heißt schlicht und ergreifend Google Apps. Das ladet ihr herunter, installiert das Ganze und dann habt ihr auch einige Google Apps heruntergeladen, zumindest den Play Store und könnt dann über den Play Store eure eigenen Konten wieder oder eure eigenen Apps hinzufügen. Alternativ, wenn ihr das Gerät sowieso routet, wäre es sinnvoll, ein Backup anzulegen von allen Apps,
was bedeutet, dass alle Apps nach dem Root wieder manuell, automatisch installiert werden und so ihr eben keine Probleme habt, diese einzufügen. Ich gehe mal kurz in die Galerie und auch hier seht ihr, hier gibt es keine Performance-Probleme und ich kann das mal aufrufen hier und ihr seht, das Scrollen und auch das Laden dieser Vorschaubilder klappt wirklich 1A. Was auch noch auffällt, ist ein kleiner Effekt, den wir auch hier vom Nexus 4 und auch vom Nexus 10 kennen. Da wird nämlich hier so die einzelnen Homescreens werden so etwas in Vordergrund oder in Hintergrund, je nachdem, wie man das sieht, verlagert. Und das klappt ohne Probleme. Über meine Suchleiste komme ich zu Google Now. Und dort wird dann auch alles angezeigt, was ich eben brauche, über Wettereinstellungen bis hin zu Nachrichtenmeldungen aus der Technik oder aus der Sportwelt. Wie gesagt, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dieser Nightly-Version von dem CyanogenMod 10.1 alias Android 4.2.1 und werde auf jeden Fall mal hier am Ball bleiben. Sollte es Neuerungen geben, werde ich euch die natürlich mitteilen. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe auf ein Abonnement von unserem Kanal und wir sehen uns garantiert in den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bye.